Birkenholz ist immer gut. Ja, du Dümmling. Haben wir nicht aufgepasst im Skelettenkurs? Wie man sich da richtig anschleicht. Dich höre ich auch. So. Denn eigentlich ist Birkenholz ja sehr selten, aber wenn man in einem Gebiet ist, so wie ich hier gerade, da Birkenholz ohne Ende. So schaut's aus. Aha. Das schaut aber komisch aus, der Baum. Guti. Huhu, was habe ich denn da? Wow! Arschloch. Und hab nicht einmal ein... Hab genau ein Herz verloren. Die Rüstung ist einfach beste. Gibt keine bessere Rüstung. So, gut, das Loch, das lassen wir da jetzt mal. Gut, und da unten, da ist ein Hund. Hundi! Wuff, wuff. Ja, das ist halt cool, wenn man sozusagen ein neues Leben anfängt. War das genau eine Kohle? Na, wurscht. Eine Kohle ist besser als keine Kohle. So, dann haben wir zumindest mal 8 Fackeln. Kohle gibt es nämlich hier überall. Wow, flash mich nicht so. Gut. Denn da ist nämlich Eisen. Eisen? Gott, da ist viel Eisen. Wir haben nämlich so viel Eisen zu Hause. Gebiete. Meine Rüstung darf nicht so stark drunter leiden. Die will ich jetzt mal für mein Leben haben. Die ist so gut. Also vielleicht ein bisschen Eisen für Werkzeuge. Für eine gescheite Axt. Also Schwert, Schaufel und so brauchen wir jetzt fürs erste Mal eh nicht. Spinne. Nur ein bisschen Kohle. Aber ganz ehrlich, ich will auch keine Holzhütte haben. Ich habe mir gedacht... Ich habe mir eigentlich überhaupt nichts gedacht. Ich bin immer so fixiert darauf. Geht's darauf? Ja. Ich bin immer so fixiert darauf, die... Also das Haus immer gleich zu machen. Wow! So, du stirbst. Birkensechslinge, Sechslinge. Gebiete. Was ist das für ein Scheiß? Jo, genau. Und jetzt regnet es auch noch. Super. Ein Skelett ist da. Au. Ja, stirb. Melonen haben wir auch nicht mehr viele. Wir werden verhungern. Nein, einen Ausweg gibt es immer noch. Und zwar auf Home drücken. Okay, der Regen ist echt zach. Ich glaube, ich stelle mich da lieber unter und warte, bis er aufhört. Okay, weil... Habe ich gesagt, keine Ahnung, wie dieser... Wie das Haus aussehen soll. Oder überlege ich es mir und scheiß einfach drauf. Ich glaube, ich tue es. Oder nicht?
Ich habe mir das jetzt ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Also, genau 7 Sekunden eigentlich. Und das ist echt die voll unnötige Idee, weil wozu? Als das ist so wie, ja, ich bin halt der Sebo und habe halt da jetzt meine Sandstein-Glas-Pyramide gebaut und habe dann irgendwie es auch geschafft, so einen Sandstein-Gras-Turm zu bauen. Und jetzt habe ich nichts Besseres zu tun, als irgendwo alleine, langweilig, ein Fundament aus Holz zu bauen und dann ein so schwul wie immer da 1, 2, 3, 4 Eichenholz-Dinger, so wie es jeder Vollidiot macht, zu machen. Okay, das ist voll lächerlich. Ich habe jetzt als Wichtigste da mitgenommen. Das werde ich, den Rest werde ich nicht brauchen. Und ich schleiche mich einfach wieder. Das ist ja das Einzige, was ich lustig fände, ist hier so ein bisschen, naja, ja, ist da jetzt schon wieder ein Creeper? Ja. Explodier halt. Ja, dann halt nicht. Wurscht. Das Einzige, was ich... Ja, jetzt kannst du schon wieder aufhören. Hier ein bisschen herumzustöbern. Hier, toll, jetzt habe ich keine Dinger mehr mit. Naja, vielleicht hier so irgendwo eine Schlucht finden. Und... Aha. Ja. Ja. Bitte! Wie viele Creeper es da gibt? Lächerlich. Habe ich noch irgendwo Holz? So, ich mache jetzt einfach so. Tag 40, Tag. Da, dann machen wir jetzt das. Das und das. So. Bisschen Eisen mitnehmen da. Also so eine fette Höhlentour wäre mal wieder geil. Also nicht, dass ich zu wenig Ressourcen hätte, aber es macht einfach so Spaß, so ohne zu wissen, wo man hingeht, irgendwo hin und dann auf einmal sieht man das Tageslicht. Ja. Das Einzige, was ich lustig finden würde, ist, wenn ich da jetzt hier da so irgendwo hingehe. Ist gerade ein schlechtes Beispiel. Naja, und einfach, schauen wir mal, hier einfach so herumzuspazieren und auf einmal so eine richtig fette Schlucht zu finden, ja. So circa, nur mit mehr Schlucht und so. Was? Was shot by, was? Eis? Was? Using Ghoul Gatling Eisteehaft? Was? Wurscht. Eine Fledermaus. Hallo. Oha. Ja, genau, weil da so viel Wind geht. Ja, vielleicht finden wir irgendeine urarge Schlucht. Es sieht so dann auch aus. Das würde da irgendwas Fettes auf uns warten. Und ja, ein paar Diamanten mitnehmen und dann einfach wieder nach Hause gehen. So wie wir es gewohnt sind. Und dort weiterzumachen. Weil ich kann mir auch in der Nähe, also, weil demnächst brauche ich ja wieder mal ein fettes Projekt.